Zwischen deinen Zeilen mit Antje Schumacher. Ein großes deutsches Nachrichtenmagazin zählte sie zu den 100 wichtigsten Frauen des vergangenen Jahres, Antje Schumacher. Nach dem Abitur zieht die Sängerin 2012 nach Hamburg, lebt mittlerweile in Berlin. Ihr Debütalbum Von Helden und Halunken erscheint 2018. Es folgen Touren und Kooperationen mit anderen KünstlerInnen. Ende 2020 dann ihre aktuelle Veröffentlichung Auf Augenhöhe, ein Statement, verbunden mit einer einmaligen Aktion. Moin Antje, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Moin Schwachi, danke für die Einladung. Ich als zwar gebürtiger Duisburger, aber mittlerweile lange in Hamburg lebender, weiß, was du mir da mitgebracht hast. Aha. Was ist es und warum? Hey, ich komme vom Niederrhein, ne? Andere Rheinseite quasi. Krefeld, aber, genau. Und bin auch hier nach Hamburg gekommen und deswegen das Franzbrötchen, weil für mich hier einfach super viel losging. So. Für mich war Hamburg das Tor zur Musik. Deswegen habe ich es mitgebracht. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Aber für dich steht Hamburg, das Zeichen, Wahrzeichen von Hamburg ist also ein Franzbrötchen. Nicht das Tor zur Welt, nicht was weiß ich, das Millern-Tor oder ja, sowas. Ja, also das konnte ich jetzt schlecht mitbringen, aber ich dachte so ein Franzbrötchen, oder? Es ist tatsächlich typisch. Ich kenne Leute, Freunde, die kommen und das Erste, was sie hier machen, wenn sie mich besuchen in Hamburg, die wollen Franzbrötchen haben. Ja, super. Also ich muss auch sagen, doch, ich vermisse es auch. Also ich bin jetzt leider schon ein Jahr weg, aber so ab und zu, wenn ich hier bin, dann kaufe ich mir eins. Über deine Anfänge in Hamburg werden wir gleich noch reden. Mhm. Aber beginnen würde ich gerne mit Auf Augenhöhe. Ich will dir nichts wegnehmen, obwohl du mir das nicht glaubst. Doch kann ja auch nicht weggehen, wenn du mir den Weg verbaust. Erklär's mir gerne, was ich schon weiß. Du willst ja nur helfen. Hm, ja, ist ja nur nett gemeint. Worum geht's? Das war so ein Thema zum Anfang. Es geht vor allem um das Gefühl, was man hat, wenn einem nicht auf Augenhöhe begegnet wird. Und ich habe den Song vor ungefähr einem Jahr oder länger geschrieben, weil ich einfach oft das erlebt habe, dass aufgrund meines Geschlechts ich anders behandelt wurde. Und das haben natürlich Freundinnen und meine Schwestern auch erlebt. Und dann speziell in der Musikbranche, also in deinem Beruf sozusagen, oder Alltag? Alltag auch, ja genau. Also nicht nur im Job, sondern aber dann natürlich auch. Und ja, auch natürlich im Alltag. Und meine Mutter hat es dann auf ihrer Arbeit erlebt, in Dienstlagen, auch bei uns in der Nähe. Meine Tante genau. Hat da gelebt. genau, und sie hat dann in so einer Gebäudetechnikfirma gearbeitet als eine der wenigen Frauen. Und dann haben wir einmal telefoniert und wie sie so erzählt hat, wie mit ihr umgegangen wurde, also weil sie eine Frau war und auch mit anderen Mitarbeitern, weil sie eine andere Herkunft hatten. Das hat mich dann einfach irgendwann, ich war so wütend und habe mich halt ans Klavier gesetzt und es hat wirklich irgendwie nur 20 Minuten gedauert, weil ich so dachte, Mann, warum behandeln wir Menschen so? Warum, also ich fand auch in der Rassismusdebatte wollten wir uns solidarisieren mit People of Color, aber haben trotzdem oft dann so über sie hinweggesprochen mit diesem, ich meine das ja nicht so, ich meine das ja so und so, wenn ich das sage. Und ich denke, es ist egal, wie du es meinst, weil du nicht entscheidest, was das auslöst, so was du sagst. Oder wenn wir etwas, ich weiß nicht, wenn wir uns rassistisch oder sexistisch äußern, dann entscheiden nicht wir, ob das so ist, sondern die Empfänger oder Empfängerin, ob das sexistisch ist oder rassistisch ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Und deswegen war ich dann so, Mann, warum versteht es? Also ich möchte einfach keinen großen Zeigefinger und jemandem was erklären, sondern ich möchte mal Verständnis hervorrufen in anderen Menschen, wie das ist. Und daraus ist ja nicht nur dieser Song entstanden, ja, sondern eine ganz besondere Aktion. Ja. Hat die dann angefangen, weil du gerade auch dieses Wütend gesagt hast, da ist ein Brief, ja, der anfängt mit, du bist wütend. Ja. Was war das, was sollte der Brief, was ist daraus gewachsen? Ja, erstmal habe ich lange gelernt, dass ich nicht wütend sein darf, so als Frau, also weibliche Wut. Aber wo lernst du denn sowas? Naja, überall. Sexismus, wenn man das als System versteht, was es ja auch ist halt so, dass das so aufgebaut ist, dass der heterosexuelle Cis-Mann oben steht, in diesem Machtsystem des Sexismus, und man als Frau halt einfach unterdrückt wird an verschiedenen Stellen oder diskriminiert wird. Und ob das jetzt in der Schule war oder im Alltag, im Studio, ich merke auch, ich muss mir andere Dinge anders erkämpfen. Schritte in meiner Karriere ermüdender als für meine männlichen Kollegen. Und deswegen habe ich halt einfach
gemerkt, auch wenn ich irgendwie mich geäußert habe, dass mir oft eine gewisse Frustration oder Emotionalität untergestellt wurde. Wenn sich aber ein Mann laut äußert, dann hat er was zu sagen, dann hat er eine Autorität, dann ist er, ne, also männliche Wut wird ganz anders empfunden als frauliche Wut. So. Und deswegen habe ich halt gemerkt, boah, wenn ich irgendwie was sage, dann wirklich hysterisch oder Mann, du bist so frustriert. Und dann habe ich gesagt so, ey, ich darf jetzt wütend sein, weil es halt einfach etwas ist, was mich tagtäglich betrifft. Und ich habe diesen Brief geschrieben, um Leuten zu erklären, warum ich diesen Song geschrieben habe. Und habe halt gesagt, ich habe diese Wut genutzt, um diesen Song zu schreiben. Und dann gab es Spotify, die gesagt haben, wir wollen gern Frauen fördern. Wir machen diese Momentum-Kampagne, um Frauen mehr Raum zu geben. Und auch da, also Frauen als, ich glaube vor allem auch binär gedacht noch, aber ich glaube, sie erweitern das jetzt auch nach und nach. Genau, und dann haben sie halt gesagt, ey Antje, was, wie können wir dir denn helfen oder wie stellst du dir eine Kampagne vor, wo wir dich unterstützen würden? Und dann hatte ich so die Idee, dass man Playlisten anpasst. Also es ist heutzutage leider so, dass Radios und Streamingdienste oft 80% Männer spielen und halt 20% Nicht-Männer. Und dann habe ich halt gesagt, hey, lass doch irgendwie mal so ein paar Wochen oder irgendwie eine Zeit lang alle Playlisten, die es gibt, angleichen. Und dann machen wir noch so einen satirischen Witz, damit dieses Thema, was ja für viele immer so beängstigend ist, was, es geht um Sexismus, dann fühlen sich ganz viele Leute erstmal angegriffen. Und dann dachte ich, okay, es ist eigentlich ein Thema, was voll schön ist, auch als Mann, sich damit auseinanderzusetzen, weil es dich gar nicht angreifen sollte, weil es geht ja nicht um sexuelle Belästigung, sondern um etwas Gleichstellung. Du bekommst auch was dafür, wenn du dich einsetzt, weil Männlichkeit ja auch mit Sachen behaftet ist. So. Und dann dachte ich, mache ich so einen Sketch und so und habe mir dann sowas ausgedacht. Und dann meinte einer in meinem Freundeskreis, aber es gibt doch gar nicht so viele Frauen. Ich so, hä? Lach mir die ganze Zeit auf den Lumpen, auf der Zunge. Es gibt ja gar nicht so viele Frauen. Wie willst du die in die Playlisten setzen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich zeige dir die Frauen. Und dann habe ich halt diesen Song gemacht und habe ganz viele Künstlerinnen angeschrieben, die sich als Teil so einer Kampagne wohlfühlen, also Frauen, aber auch ja, Menschen, die sich als non-binär identifizieren, die aber irgendwie sich in so einem Umfeld wohlfühlen, und habe halt rumgefragt und habe 124 Künstlerinnen gefunden, die man auch hier sieht. Voll cool, dass du die ausgedrückt hast. Genau, die dann mitgesungen haben in dem Song, so ein Chor, und um sie zu zeigen, um Frauen sichtbar zu machen und zu zeigen, Mann, wir haben diese... Es gibt die doch. Es gibt sie. Wo sind sie in den Playlisten? Wo sind sie in den Sendungen? Wo sind sie im Radio? Um einfach einmal so sie halt zu zeigen. Welche Reaktion hast du gekriegt? Super positiv, muss ich echt sagen. Von Frauen? Nee, von allen. Also von Seiten von Spotify, die haben das ja dann auch unterstützt, aber auch aus der Branche, also auch andere Künstler, die mir geschrieben haben, ach krass, jetzt muss ich ja selber erstmal meine eigenen Playlisten checken. Oder jemand, der ganz viele Cover immer singt, auch auf Instagram, hat mir geschrieben, krass, ich habe jetzt mal selber meine Cover angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich vor allem Männer cover und dass ich da ja auch eine Verantwortung habe, nämlich ich verbreite ja dann wieder nur männliche Musik. Oder ein Freund aus der Werbebranche, der sagt, hey, irgendwie ist mir aufgefallen, wenn ich eine Kampagne habe und ich soll Bands vorschlagen, dann schlage ich irgendwie immer selbstverständlich Männer vor und achte gar nicht auf diese, ne, paritätische Befüllung. Und das fand ich irgendwie cool, dass ich habe einfach kaum negative Kritik bekommen. Tolle Aktion. Noch einmal ganz kurz bei Augenhöhe bleiben, weil erstens, also in der Musikbranche, das ist noch eine bestimmte Branche, glaube ich, immer noch dieses Mackertum und so weiter, hat mir zumindest den Eindruck, ja. Du hattest mir im Vorgespräch ein Beispiel genannt, das fand ich, da habe ich dann noch ein bisschen länger drüber nachgedacht, aus dem Hip-Hop. Ach so, ja. Weißt du noch was? Mit der Rapperin. Genau. Genau, es gab einen Podcast, Online Marketing Rockstars, die sind auch hier in Hamburg, richtig coole Leute. Genau, und die haben einen Menschen aus der Branche interviewt, der ein Label hat und auch ein Management, und der meinte, okay, ich habe
Loredana als Rapperin hier gesigned und ich werde keine weitere, also sollte, werde keine weitere Rapperin sein, weil ich hole mir ja nicht die eigene Konkurrenz ins Haus. Ich habe eine weibliche Sängerin, Popsängerin, aber so eine andere Rapperin würde halt, das wird sich ja gegenseitig irgendwie konkurrieren. Und im weiteren Gespräch hat er dann halt gesagt, oder kurz darauf, ja, aber er hätte halt ja Bowser, den Pop-Rapper, Apache, den so und so Rapper, KMN-Gang machen so und so Rap und das wären so die Straßenrapper und das wären die Rapper. Und dann habe ich gedacht, ach krass, die Männer kann man in verschiedene Genres unterteilen. Bei der Frau ist das Geschlecht schon das Genre. Sie ist Rapperin. So, sie ist eine Frau. Deswegen ist das schon das Genre. Und das habe ich auch echt oft erlebt, dass wir Frauen nicht hintereinander im Radio spielen, weil das ja dann, das sind ja mehrere Frauen hintereinander, aber wir können einen Popsänger hinter einem Rapper, hinter einem Rocksänger, hinter einem noch einen anderen Rapper und noch einen anderen Rapper spielen, weil da die Genres gesehen werden und nicht nur das Geschlecht. Also bei Frauen steht meistens das Geschlecht vor allem, was man macht. Und da fand ich diese Aussage von diesem, habe ich dir auch im Vorgespräch erzählt, das war krass. Ich habe mich danach tatsächlich auch beschäftigt, muss ich sagen. Ja, oder? Ich habe darüber nachgedacht, dann, selbst so eine Dumpfbacke wie mir ist dann mal so aufgefallen. Ey, ja. Ja, weil manchmal, ich bin einer von denen, haben wir auch im Vorgespräch, da wurde zu Recht das, du hast nicht du Idiot gesagt, dann bist du freundlich, aber ich auch denke, es tut sich doch gerade viel was und ich habe das an, weil ich mich aber auch jetzt hier drum kümmere und ein bisschen gucke und mache und so weiter, deswegen habe ich das Gefühl, da ist ganz schön viel los, also. Aber was dann endgültig, vielleicht höre ich aber auch die anderen Radiostationen tatsächlich oder ich weiß es nicht. Ich hatte immer das Gefühl, es ist alles gut. Mhm. Und du hast mir noch ein paar Beispiele genannt, wo ich denke, jo, scheint doch nicht so gut zu sein. Mhm. Und dieses Rapper-Beispiel fand ich halt einfach echt, ja, sehr einleuchtend. Ich glaube, weil ich will dir, also ich unterstelle dir ja da gar nichts, sondern ich glaube, dass es was Internalisiertes ist. Ich glaube, wir setzen Sexismus ganz oft mit so einem sexuellen Übergriff gleich. Also wenn ich jetzt irgendwen anfasse oder irgendwem was Blödes sage, das ist Sexismus. Aber ich glaube, was wir nicht spüren, ist, dass Räume, die wir für Frauen schließen, dass wenn ich sagen würde, eine weibliche Fotografin, das ist schon Sexismus. Weißt du, was ich meine? Weil ein Fotograf, das männliche Wort, und ich setze weiblich davor, das ist schon. Warum gibt es nicht das Wort Fotografin oder Kamerafrau oder so? Also ich glaube, weil wir nicht voraussetzen, ich hatte eben auch dieses Ding, ich habe beim Soundtrack den Dirk angesprochen wegen meines Sounds, weil du meintest, der Dirk kümmert sich drum. Dann war aber die Katharina auch da und ich dachte so, warum habe ich jetzt Dirk angesprochen? Warum habe ich nicht Katharina direkt gefragt? Also ich meine so. Gehst du dann sofort ein schlechtes Gefühl? Also ist es dann, ich habe sie dann auch immer noch anstrengend irgendwann? Meine ich mal ernsthaft, ständig dieses Versuchen, alles richtig zu machen, was das gerade angeht? Ich hab nicht versucht, alles richtig zu machen, sondern ich habe mich selber ertappt und gemerkt, wow, habe ich das jetzt einfach nur so selbst gecheckt, habe ich das jetzt gleich vorausgesetzt, dass natürlich der Mann mit für die Technik zuständig ist? Oder kann es nicht auch sein, dass eine Frau für die Technik zuständig ist? Das zeigt aber, dass du mich nicht kennst, weil mit Technik und ich, deshalb wirst du nie auf die Idee kommen, dass der Aber Mann es mit ist Technik. Bei vielen so ja. Festgesetzt. Oder eine befreundete Bookerin, die hatte ein Problem in einer Verhandlung, so mit einem anderen, mit einem Booker von einer Band. Und sie bucht halt wirklich große Bands. Und dann gab es irgendwie Probleme und dann hat sie ihren Praktikanten als in CC genommen, irgendwann mal einfach so. Und dann ging es auf einmal leichter, weil die Leute gedacht haben, der Mann im CC muss ja eine übergeordnete Stellung haben. Es ist ja ein Mann. Dass er ein Praktikant ist, wird nicht wahrgenommen. Eine Produzentin, das ist sowieso meine Lieblingsstory, aber das ist wichtig, dass man sowas auch erzählt, dass ich mich jetzt auch schon wieder entschuldige. Egal, auf jeden Fall ist es die Produzentin hat eine Künstlerin aufgenommen und ein Kamerateam hat diese Künstlerin begleitet bei Aufnahmen. Und dann sind die im Studio vorbeigekommen und das Kamerateam meinte, wer macht denn hier die Aufnahmeleitung? Und die Produzentin war so, hier ich. Und das Kamerateam, boah, das kriegen wir schon hin. Und sie, ja, okay, hat halt einfach ganz normal ihren Job gemacht, hat die Künstlerin aufgenommen, das Kamerateam war dabei und dann meinten die irgendwann so, das wirkt irgendwie nicht so professionell, das wirkt irgendwie nicht so kompetent. Was machen wir? Und dann haben sie den Praktikanten neben sie gesetzt, der wusste gar nicht, was er drücken soll, den Kabelträger, weißt du, der da so mal dabei war. Und dann sollte er so tun, als würde er an irgendwelchen Reglern drehen.
Und das haben die dann ausgestrahlt, weil sie das kompetenter und professioneller fanden, wenn ein Junge neben der Produzentin sitzt. Alleine die Produzentin am Pult war nicht kompetent genug, weil wir Frauen ihre Kompetenz einfach absprechen in solchen Situationen. Und sie selbst war, du gehst ja auch in so eine Schockstarre, also sowas erlebt man ja in dem Moment auch als, also man gerät in so ein, man kann sich ja nicht immer wehren, so man muss ja auch erstmal. Das meinte ich mit diesem anstrengend sein für dich, dass du immer das Gefühl hast, sofort das gerade stellen zu müssen. Ja, aber ich meine, ich habe mich jetzt gerade gar nicht schlecht damit gefühlt oder es war nicht anstrengend für mich, sondern ich dachte, boah, irgendwie blöd gerade, war das von mir doof? Und dann wollte ich nur kurz die Situation klären. Für mich war es irgendwie gar nicht anstrengend. Was anstrengend ist, ist, das immer ansprechen zu müssen, weil es oft passiert. Nicht, dass ich es anspreche, ist anstrengend, sondern dass es passiert. Und deswegen machen wir diese Songs, deswegen reden wir jetzt hier drüber. Ich finde es total schön, dass du auch dann sagst, irgendwie, dass du dich damit auseinandersetzt. Und ich fand auch deine Auswahl in der Sendung, du achtest ja schon drauf, dass auch viele Künstlerinnen hier zu Besuch kommen und so. Das ist wichtig, dass wir... Ich habe es ja gesagt, mir sagen mehr Frauen ab oder nicht zu als... Stimmt, das war ja, hast du auch erzählt, ne? Warum meinst du nochmal, weil es ihnen nicht zugetraut wird von ihrem Management? Ich habe konkrete Beispiele, wo es darum geht, trauen wir ihr noch nicht zu. Das sind tatsächlich witzigerweise auch mehr Jungs, die das dann so sagen, aber... meine Erfahrung ist, auch aus dem, was ich früher gemacht habe, dass Frauen da manchmal weniger zugetraut wird. Ich glaube, manchmal weiß ich sogar, dass es nicht von den Frauen ausgeht, sondern dass das Management, ja, schlechte Strategie, geh mal nicht dahin, sondern mach erstmal das oder sonst was alles. Also das ist dann immer manchmal auch Labelberatung, Management, sonst was alles. Ja. Was wir auch gerade erleben, ist, normalerweise besprechen wir hier immer, ich sag mal, 4 bis 6 Songs. Ich würde dann jetzt abbrechen einfach und du kommst dann, wir machen 6 Sendungen mit dir. Okay. Macht ja keinen Sinn sonst. Das ist ein wichtiges Thema. Okay. Das macht total Spaß. Ich könnte auch noch tatsächlich weitermachen. Ich würde gerne noch 2, 3 Songs hinzufügen. Ja, klar, natürlich. Weil da ist auch noch 2, 3 Sachen, über die ich reden will. Ja, also Leute, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich gerne an und dann können wir da gerne weiter. Oder du kommst bald wieder. Ich komme bald wieder. Aller guten Dinge. Ja. Wir sitzen da mit billigem Rotwein und der schlechtesten Pizza der Stadt, atmen durch verdreckte Lungen und Eros singt im Hintergrund. Noch kurz zum Kiosk, ein Bier auf die Hand und die Lichter in der Ferne führen uns runter zum Strand. Und alles leuchtet, schau, wie alles leuchtet. Ja, Kräne sind gemeint, mit dem Leuchten vor allem auch. Und welche Kräne? Die Hamburger Kräne. Die Hamburger Kräne, zum Hamburger Franzbrötchen. Ja, worum geht's? Der Elbstrand ist auch gemeint. Das war auch vor meine Anfangszeit hier in Hamburg. Die schlechteste Pizza der Stadt, ich sag nicht, wo sie ist, aber... aber du kennst sie. Die war hier in Hamburg und da war ich gerade neu hier so in der Stadt. Oder ja, ich glaube, das war so mein erster Besuch hier. Wie alt warst du, als du hier hingezogen bist? Aus Krefeld? 19. 19. 19, 20 sowas, ja. Genau. Und vorher habe ich ein Praktikum gemacht und da habe ich so angefangen, mit dieser Stadt so anzudocken. Und in einem Musikstudio hier in Hamburg. Und dann wurde ich so mitgenommen auch. Also ich finde, Hamburg gibt einem sofort so eine Umarmung. So, das ist so am Tresen der Buddy, der so sagt, komm ran, lass Bier trinken. Und dann gerät man in so einen, ich weiß auch nicht, in so einen Fluss. Ich finde das total schön. Die Kölner sind doch so gemütlich. Ja, aber ich fand es hier, also Köln, da hatte ich einfach nie so diese Connection zu. Ich weiß nicht, ich fand, Hamburg hatte immer noch so ein, auch so die Möglichkeit, auf vielen Bühnen zu stehen. Und deswegen war so... aller guten Dinge für mich so voll der... Und damals war klar, Hamburg und Berlin stand damals nicht zur Debatte? Früher dachte ich immer Berlin, aber dann war ich einmal hier und das gibt einem irgendwie eine andere Wärme. Und ich fand, Hamburg hat so die Größe, in der man gut ankommen kann. Und halt auch hier waren Bosse und sowas, ne? Also irgendwie auch die Musik, die ich gehört habe. Ich fand vor so, wann war das dann, als ich hergekommen bin, 8 bis 9 Jahren, war auch Hamburg noch mehr so eine andere Musikstadt als Berlin. Berlin war eher so DJ. Zeug zu der Zeit und ich habe mich eher hier gesehen, so im Indie-Pop. Und dann kam ja auch recht schnell Aki tatsächlich auf mich zu und hat mich mitgenommen auf Tour. Da hatte ich noch gar nichts so wirklich draußen. Und dann hat er gesagt, ey, ich habe da so eine Live-Session von dir gesehen, fand ich monster gut. Hast du Bock im Winter mit mir auf Tour zu gehen? Es war auf so einem Festival und ich dachte so, oh mein Gott, das ist Aki Bosse. Ich bin so über das Festival gehüpft, war der glücklichste Mensch der Welt. Und dann bin ich tatsächlich mit ihm auf Tour gegangen. Genau. Das war oh, wir sind zu allem bereit, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ja. Oh, und ich will, dass es so bleibt, dass es so bleibt. Ja. Der richtige Ort zur richtigen Zeit. Genau. War es damals so? Ist es heute noch so? Ist es
du hast selber auch gesagt, eigentlich eine platte Zeile. Genau. Aber ja, das war, ich dachte so, boah, kann man das noch sagen? Das ist ja so ein, genau, platt irgendwie, so ausgelutscht am richtigen Ort zur richtigen Zeit, bla. Und dann habe ich aber, das sieht man auch, ach, das macht, sorry, ich gucke da so oft hin, weil du das so schön gemacht hast. Dann habe ich den live gesungen, diese Zeile, und dachte jedes Mal, ich bin gerade am richtigen Ort zur richtigen Zeit und ihr auch. Wir erleben gerade so was Schönes, diesen Moment, wenn man einen Song zusammen singt und diese Leute schauen einen an und man denkt so, ja, ich habe mich das erste Mal auch so wirklich richtig gefühlt. Also als wir Bosse, das war ja meine erste große Tour mit meiner Band auch, und diese großen Hallen zu spielen und meine Musik zu spielen, das war Wahnsinn. Und ich, jedes Mal, wenn ich den Song singe und es kommt diese Zeile und ich stehe da und denke so, ja, ich bin vor diesen Menschen, die irgendwie jetzt mit mir diesen Moment haben. Und deswegen fühle ich die Zeile jedes Mal richtig krass. Könnte jedes Mal heulen. Oh, wir sind zu allem bereit. Bist du heute immer noch so bereit wie früher? Ich sag mal, aus den Anfangszeiten Hamburgs. Immer noch so spontan ist man, wenn man älter wird oder auch, es ist ja tatsächlich auch, ja, das ist, glaube ich, wirklich, freedom's just another word for nothing left to lose. Also je mehr man sich selber aufbaut, dass man, ich hatte zum Beispiel deine Cousine, also die heißt deine Cousine, du weißt nicht, manche fragen mal, wie heute geht's um meine Cousine? Ja. Die dann auch so sagte, dass sie mittlerweile, früher hat sie gedacht, ey, ich kann drei Akkorde, ich gehe irgendwo hin und spiele, das war super, ich habe alles gemacht. Und ja, mittlerweile traut sich das alles nicht mehr, weil sie einfach selber perfekter sein will und so weiter. Hast du das auch gemerkt oder merkst du das oder bist du immer noch... Lass kommen, was will. Ich glaube, das bringt die Musikbranche aber auch mit sich, weil am Anfang spielst du Musik für dich und für und vor allem auch die Leute, die du erreichen willst, glaube ich, über deine Gefühle und setzt dich hin und mach's einfach und gehst auf eine Bühne. Und je mehr aber Leute aus dem Business so mit dir reden, desto mehr Erwartungen kommen halt auch und desto mehr kriegst du irgendwie was so zuge. Also ich sitze mit einem Produzenten im Studio und der sagt immer, ah, 3:30, gute Zeit, ja, gute Zeit. Und irgendwann kriegst du so, also wir hatten das nämlich letztens auch in so einer Runde, das hat eine andere Freundin erzählt so, dass sie halt immer dieses 3:30, gute Zeit. Und dann hat sie irgendwann so gemerkt, hä? Aber warum mache ich nicht mal einen 6-Minuten-Song? Und Enno Bunga zum Beispiel, der ja auch schon hier war, meinte, hier, seine vermeintlichen Hits waren immer nie die erfolgreichen Songs. Die erfolgreichen Songs bei ihm waren zum Beispiel zuletzt Ponyhof, 6 Minuten 30. Warum verlieren wir diesen Mut, den wir haben am Anfang der Karriere, so wie deine Cousine zum Beispiel, dieses, ich mache einfach 3 Akkorde, passt schon. Ich glaube, weil wir mehr und mehr so diese Erwartungen auch so bekommen, ja, wann kommt denn jetzt der Hit? Und im Streaming, da müssen die Songs kürzer sein. Also diese ganzen Regelungen, die du irgendwann, wenn du dann an deiner Gitarre hast, so im Hinterkopf hast, ich glaube, dass da wird man, da muss man sich immer wieder so von frei machen und da rauskommen aus diesem 3:30, das ist eine gute Zeit. Ich glaube, das ist so, was die Zeit aber auch mit sich bringt, dass man da immer wieder sich sagen muss, scheiß drauf, ich mache, worauf ich Bock habe. Für einen Funken Euphorie. Ja. Vor uns stehen leere Gläser, du redest wieder nur von ihm. Es hält dich fest und hängt dich auf. Es tut mir weh, dich so zu sehen. Du zerlegst deinen Bierdeckel und fragst richtige Fragen zur falschen Zeit. Da ist die Zeit. Sagst, wie es dich zerreißt, aber du kannst nicht alleine sein. Der erste Schritt ist immer leicht, der letzte so verdammt schwer. Worum geht's? Es geht darum, dass alle immer denken, man muss jemanden haben, damit man vollkommen ist. Kennst du das, wenn du nach Duisburg kommst, ne? Und dann, weiß ich nicht, wenn man irgendwie... Die zweite Frage ist immer, und, oder als so, keine Ahnung, wenn man so zurückkommt, und wie läuft's in der Liebe? Und du denkst so, keine Ahnung, ja, ist halt. Woher kennst du meine Mutter? Nein, aber so dieses, hast du jemanden? Bist du in einer Beziehung? Das ist so ein Wert für Leute gewesen. Und als ich so dann hier in Hamburg war und habe ich so mitbekommen, dass viele Leute auch in Beziehungen waren, unglücklich waren, aber daran festgehalten haben, weil sie dachten, ich bin ja wenigstens noch was. Ich bin ja noch in einer Beziehung. Bessere Hälfte. Und dann dachte ich, hey, du bist auch alleine super. Aber warum denken wir immer, wir gucken immer von uns weg, um Liebe zu finden. Aber dabei müssen wir erstmal in uns reingucken und da Liebe finden. Und dann können wir uns irgendwie auf was einlassen. Aber ich glaube, viele suchen so jemanden, der so die eigenen Wunden heilt. Dabei muss es aus uns selber rauskommen. Ja, schwierig alleine zu sein für viele Leute manchmal. Ja, voll. Aber das ist so wichtig, dass man das kann, glaube ich. Das schaffen, glaube ich, auch viele in einer Beziehung alleine zu sein. Ja, genau. Und dann dachte ich so, das ist so als so ein Pärchenmehrwert. Da hat mich angekotzt. Dann hatte ich eine Freundin, die, der es so ging, die dann, ja, mit der ich so eine Situation hatte, wo ich dachte, komm,
Lass los. Wir suchen ein Gefühl und besitzen es auf Kredit und rennen Menschen hinterher für einen Funken Euphorie. Wir vermissen eine Liebe, einfach aus Prinzip. Das Leben ist kein Tomte-Song. Vergiss die Poesie. Ja. Wie kommst du auf den Tomte-Song? Und bist du nicht romantisch? Ich bin überhaupt nicht romantisch. Nee, ich weiß, du hast eine sehr enge Verbindung zu Tomte. Ich liebe sie, ja. Ich nicht so sehr. Ja. Also ich habe nicht so eine enge Verbindung. Es wird mir tatsächlich aufgrund dieser Zeile so nachgesagt. Aber ich habe es nie so wirklich gehört, muss ich zugeben. Aber ich war mal durch Zufall auf einem Konzert hier im Übel und Gefährlich, bester Club, die... mit dem Molotow zusammen. Genau. Ja, Molotow und Übel. Das sind meine... Da habe ich auch meine Hamburg-Konzerte gespielt bisher. Und dann stand ich da... Der Produzent, mit dem ich zu der Zeit, da habe ich ein Praktikum gemacht und er meinte, geh mal vor, ich muss da später noch hin, ich komme danach. Und dann stand ich alleine im Übel auf dem Tomte-Konzert und war erstmal so, okay. Und plötzlich war Hamburg Hamburg, Übel und Gefährlich war Übel und Gefährlich und dann war es irgendwie so schön. Ich habe mich so zwischen diesen Menschen gar nicht mehr so alleine gefühlt. Und deswegen, darauf ist diese Zeile bezogen, dass manchmal es aber auch nicht so poetisch ist. Aber du darfst Tomte gut finden, nicht? Wir kommen zum letzten Song. Ja, das ist tatsächlich. Am Anfang hatte ich noch Schmetterlinge im Bauch, doch nach und nach hast du sie wieder geklaut. Ja gut, Dinge vergehen. Sag, was du willst, glaub nicht, dass es mich stört. Endlich wieder Lieder hören, die du nicht gerne hörst. Du tust mir nicht mehr weh. Alle meine Freunde waren dir nicht cool genug. Glaub, es waren nicht meine Freunde, sondern wohl eher du. Würde ich wissen, wo du bist, ich würde nicht hingehen. Ja. Ich glaube, man kann erahnen, worum es geht. Ja, ne? eben noch so die großen Worte geschlagen, so wenn man unglücklich in der Beziehung ist, dann soll man einfach gehen. Ich selber habe es zwei Jahre nicht geschafft. Immer diesen Song auf der Bühne gesungen und immer so diese Ansage gemacht und dachte so, Antje, du belügst dich selbst. Aber ich habe es nach zwei Jahren geschafft. Aber ich sag mal, es geht um eine toxische Beziehung, nennt man sowas, glaube ich. Genau, toxische Beziehung nennt man das, ja. Aber wann hast du gemerkt, dass es toxisch ist? Als ich es gegoogelt habe. Also meine Freundinnen, wirklich, meine Freundinnen haben dieses Wort benutzt und ich dachte immer, ey, sowas kennt man von anderen Leuten. Ne? Also auch, der ist wahnsinnig geworden am Ende, da dachte ich immer, sowas passiert doch nicht mir, sowas hört man von anderen. Und dann habe ich es gegoogelt und dann stand da, wenn du diese Punkte hast, dann bist du in der toxischen Beziehung. Ich so, check, 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 check. Und dann habe ich Schluss gemacht. Und dann habe ich es endlich begriffen. Es hat aber auch richtig lang gedauert, weil ich lernen musste, Grenzen zu setzen auch und das durchzuziehen. Und ich glaube, ich bin dann halt auch immer so, und vielleicht meint das ja nicht so. Aber genau das ist das, was ich meine. Kann man sowas lernen aus so einer Beziehung? Oder bist du einfach, das meine ich, ich habe keine Ahnung davon, wie das psychologisch sonst wie aussieht. Mhm. Oder bist du einfach, gibt es so einen Menschentyp, der einfach immer wieder, ich habe tatsächlich keine Freundin, eine Bekannte, die ist geschlagen worden, geht weg. Die geht nach 20 Jahren immer wieder zu dem einen Typen zurück. Und wir erfahren nicht mehr, die zieht sich auch komplett zurück. Kein Kontakt mehr dazu. Aber die hat sich immer wieder, ist sie geschlagen worden einfach und geht da wieder hin und weiß auch, dass es schrecklich ist und so weiter und so fort. Das heißt, es scheint irgendwas da zu geben, wo Rationalität nicht mehr weiterhilft. Glaubst du, du kommst da rational weiter oder besteht die Gefahr, dass du irgendwann wieder versuchst und klares Nein? Nee, ich habe eine Therapeutin und das ist voll wichtig, dass man sich damit auch auseinandersetzt so und sich selbst reflektiert und irgendwie lernt, damit umzugehen und auch, also ich glaube, er sollte auch mal eine Therapie machen, weil er die gleiche Beziehung immer und immer wieder erleben wird. Also ich weiß, dass er mit seiner Ex-Freundin das Gleiche hatte und ich weiß auch, dass in der Zukunft die Beziehungen so sein werden, weil er so ist, wie er ist. Ich will jetzt hier auch gar nicht so extrem von ihm irgendwie, aber ich glaube, dass Menschen, auch ich, musste lernen, was für mich richtig und wichtig ist und wie, dass ich auch nicht mich passiv, also so, mir wurde das angetan, sondern hey, ich habe das mitgemacht. Ich habe das mit mir machen lassen. Und ich glaube, diesen Schritt zu machen, da brauchte ich auch Hilfe von außen, die mir gesagt haben, so ey, du musst Grenzen setzen lernen, deine Bedürfnisse äußern lernen. Du musst irgendwie da rauskommen aus diesem Strudel. Und ich glaube, wenn es in der Beziehung nur noch um die Beziehung geht,
dann, das ist so das Indiz. Ja. Wenn du nicht mehr einfach die Beziehung führst, sondern bei mir ging es nur noch darum, wie kriege ich auf Tour, wie mache ich das so? Dann bei meinen Freundinnen, es ging ja ständig nur noch darum, wie läuft's, was ist heute schon wieder passiert. Alle Situationen, was mache ich, damit das nicht so schlimm wird? Und wenn du dein Leben nicht mehr normal führen kannst, weil es nur noch um diesen Menschen geht, dann ist was falsch. Und da muss man dann halt wirklich aktiv selber an sich arbeiten, dass man aus so einem Muster rauskommt. Und ich glaube, bei Menschen, die dann auch immer zurückkehren, hat das ja auch was mit der Vergangenheit zu tun. Und warum gehe ich zu sowas zurück? Deswegen hat mir der Song super viel geholfen, weil ich so stark war und mir immer wieder gesagt habe, ich bin da weggegangen, ich habe diese Grenze gesetzt und ich habe sie eingehalten, ich habe mich nicht wieder. Und das brauchte ich voll, den Song zu singen, Mittelfinger hoch, in meiner Wohnung zu tanzen und zu sagen, ich bin wieder alleine. Und mir zu gucken, jetzt wenn ich in der Zukunft mich auf Leute einlasse, muss das gesund sein. So, deswegen. Wir hören den Song jetzt auch noch dazu. Das ist lange drüber gesprochen, jetzt hören wir ihn. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Am Anfang hatte ich noch Schmetterlinge im Bauch, doch nach und nach hast du sie wieder geklaut. Ja gut, Dinge vergehen. Sag, was du willst, glaub nicht, dass es mich stört, endlich wieder Lieder hören, die du nicht gerne hörst. Du tust mir nicht mehr weh. Alle meine Freunde waren dir nicht cool genug. Ich glaub, es waren nicht meine Freunde, sondern wohl eher du. Würde ich wissen, wo du bist, ich würde nicht hingehen. Es wäre verschwendete Zeit, ich will wieder alleine sein. Schneid mir die Haare ab, obwohl du sie magst. Zieh einfach an, was ich gerne trag. Für dich verschwendete Zeit, ich will nicht mehr mit dir alleine sein. Lösch alle Fotos auf, denen du bist, aber nicht dich, sondern mich selber vermisst. Alleine. Du hast mir so gern gezeigt, was du an mir nicht magst. Okay, dann hab ne gute Zeit. Ich wünsch dir viel Spaß ohne mich. Bist du wohl besser dran? Ich hab die Stadt getauscht, meine Kisten gepackt, dabei wieder was gefunden, was ich noch von dir hab. Und du rufst mich wieder an. Doch jetzt tut's nicht mehr so weh, nur noch ein bisschen. Und ob du noch an mich denkst, ich will es nicht wissen. Wenn du mich ansiehst, fühlt es sich an wie verschwendete Zeit. Ich will wieder alleine sein. Schneid mir die Haare ab, obwohl du sie magst. Zieh einfach an, was ich gerne trag. Für dich verschwendete Zeit, ich will nicht mehr mit dir alleine sein. Lösch alle Fotos auf, denen du bist, aber nicht dich, sondern mich selber vermisst. Es wäre verschwendete Zeit, ich will wieder alleine sein. Schäm mir die Haare ab, obwohl du sie magst. Zieh einfach an, was ich gerne trag. Für dich verschwendete Zeit, ich will nicht mehr mit dir alleine sein. Lösch alle Fotos auf, denen du bist, aber nicht dich, sondern mich selber vermisst.